Wenn du Deutsch mit einem perfekten Akzent sprechen möchtest und authentisch, sicher und selbstbewusst klingen möchtest, während du Deutsch sprichst, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Los geht's! Hallo meine lieben Deutschlerner, Matthias hier von Learn German for Life, wo wir dir helfen, Deutsch natürlich, authentisch und selbstbewusst zu sprechen. Heute geht es um ein wichtiges Thema, um deinen Akzent zu verbessern und um sicher und selbstbewusst Deutsch zu sprechen, und zwar um Reduktionen. Es geht um das Thema die Reduktion von E und EN, also die Endung E oder EN. Das ist ein extrem wichtiges Thema für einen super authentischen Akzent. Bevor wir ins Video einsteigen, wollte ich dir ein Geschenk geben. Wenn du deine Aussprache verbessern möchtest und dein Deutsch auf das nächste Level heben möchtest, dann solltest du dir meinen kostenlosen Minikurs und meine Checkliste, die 61 Klänge für perfektes Deutsch, holen. In diesem Kurs spreche ich über die 61 Klänge, die 61 elementaren Bestandteile für einen perfekten Akzent auf Deutsch. Du kannst das anschauen und genau sehen, welchen Klang du noch nicht kennst, und kannst diesen spezifisch lernen. In diesem Kurs erkläre ich dir genau, welche Klänge es gibt, und ich gebe dir auch Beispiele und ich zeige dir, wie das geschrieben wird in der geschriebenen Sprache. Worauf wartest du? Hol dir am besten diesen Kurs, diese Checkliste. Der Link ist in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit dem Video. Die Reduktion von Endungen ist generell extrem wichtig im Deutschen. Im Deutschen finden wir das Grundmuster, dass wir die erste Silbe meistens betont haben und die Endung sehr stark reduziert haben. Das ist das Grundmuster für einen guten Akzent im Deutschen. Die Endungen EN und E müssen wir deswegen meistens sehr stark reduzieren. Insgesamt können wir drei Fälle unterscheiden. Fall 1 ist, E wird nur leicht reduziert und wird als schwa am Wortende ausgesprochen. Also es ist relativ deutlich. Fall Nummer 2 ist, das E wird nicht ausgesprochen. Es fällt sozusagen komplett raus. Und der dritte Fall ist, das E wird ausgesprochen, aber es ist sehr, sehr stark reduziert und man hört es fast gar nicht. Beginnen wir mit Fall Nummer 1. Das E wird relativ deutlich als schwa ausgesprochen, also als am Ende des Wortes. Das passiert zum Beispiel in den Wörtern Liebe, eine, Ente, wartest, Hände, Erde. Hier wird das E am Ende des Wortes als also als schwa E ausgesprochen. Fall Nummer 2. Das E wird nicht ausgesprochen. Es wird sozusagen rausgeworfen. Das passiert oft in der Kombination mit einem Knacklaut. Wenn du noch nicht mein Video über den Knacklaut angeschaut hast, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Der Knacklaut ist eine kurze Pause, das Öffnen und Schließen von euren Stimmbändern. Es ist eine Art gepresste Aussprache. Und in dem Video habe ich euch schon gesagt, dass wir, wenn wir Plosive haben, also zum Beispiel P, T oder K und B, D, G und auch Nasale, also N, M und N auf Deutsch, wenn wir diese Konsonanten haben, am Ende eines Wortes mit EN, dann machen wir meistens einen Knacklaut, das heißt, wir sprechen das mit der Nase aus, nasal. Dementsprechend reduzieren wir das E. Wir sagen das E nicht. Es fällt komplett raus. Das klingt kompliziert. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel im Wort Atem können wir sagen der Atem oder Atem. Atem. Mein Atem. Oder zum Beispiel im Wort jedem können wir sagen jeden. Jeden. Im Wort heben können wir sagen heben. Im Wort enden sagen wir normalerweise enden. Im Wort sagen sagen wir normalerweise sagen. Im Wort klemmen sagen wir normalerweise klemmen. Im Wort innen sagen wir normalerweise innen. In. Im Wort singen sagen wir normalerweise singen. Das passiert vor allem in der schnellen Alltagsaussprache und ich würde euch empfehlen, das anzuwenden, also hier ein Knacklaut zu machen und das E nicht auszusprechen, damit ihr eine schöne, natürliche Aussprache habt. Für mehr und ausführlichere Infos schau am besten mein Video über den Knacklaut an. Ich werde das in der Infocard verlinken.
Ihr habt das vielleicht schon gehört. Hier verändert sich auch manchmal der Konsonant. Also wird zum Beispiel G zu N im Wort gegen, gegen. Oder P wird zu M im Wort Lippen, Lippen. B wird zu M im Wort haben. Hier wird das E nicht ausgesprochen und manchmal ändert sich sogar der Konsonant. Der zweite Fall in dieser Gruppe ist die erste Person Singular im Präsens. Hier wird die Endung E in der Alltagsaussprache einfach weggelassen. Das E wird nicht gesprochen. Zum Beispiel in den Verben hätte, das wird zu hätt. Mache wird zu mach. Ich mach das nicht. Sage wird zu sag. Ich sag das nicht. Stehe wird zu steh. Ich stehe da nicht an. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir das E weglassen, also nicht aussprechen bei Knacklauten mit der Endung en und in der ersten Person Singular vom Präsens. In der dritten Gruppe, die wir unterscheiden können, sagen wir ein E, aber es ist sehr stark reduziert. Das passiert vor allem, wenn wir die Pluralendung en haben oder den Infinitiv, also zum Beispiel singen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel F mit en schaffen, Ch mit en machen, Ch mit en sprechen, S mit en anfassen, S mit en diesen, Sch mit en zwischen, H mit en hohen, L mit en fallen, R mit en fahren. Aber zum Beispiel auch in den Endungen el, et und es. Zum Beispiel Regel, wartet, Großes. In all diesen Fällen ist das E ein Schwa, aber es wird sehr, sehr stark reduziert und es ist fast nicht hörbar. Bei diesem Thema muss man allerdings sagen, dass der Übergang zwischen der Gruppe, wo man das E gar nicht sagt, und der Gruppe, wo man das E nur sehr gering hört, fließend ist. Das bedeutet, abhängig von Sprecher, von Sprechsituation, formell, informell, kann es sein, dass das E komplett wegfällt oder sehr stark reduziert gesagt wird. Das kommt auf verschiedene Faktoren drauf an. Hier gilt wie immer der Tipp, den ich euch immer gebe: Trainiert eure Ohren, hört genau zu, achtet darauf, wie verschiedene Sprecher diese Endungen in verschiedenen Situationen anwenden und versucht das für euer Deutsch zu übernehmen. So wirst du perfektes, authentisches Deutsch sprechen und am Ende wirst du nicht mehr von einem deutschen Muttersprachler zu unterscheiden sein. Ich glaube an dich, ich weiß, du wirst das schaffen. Mit meiner Hilfe und mit den Tipps und Tricks, die ich dir in diesem Video gegeben habe, wirst du einen Schritt weiter in Richtung deines Ziels machen. Ich vertraue auf dich, ich glaube an dich. Höre nicht auf die Leute, die dich kritisieren wollen, die dir sagen, du wirst immer einen Akzent haben, ich verstehe dich trotz deines Akzents ganz okay. Lass dich nicht von diesen Leuten demotivieren. Ich weiß, du wirst es schaffen, Deutsch mit einem perfekten Akzent zu sprechen. Glaub an dich. Und um dein Ziel zu erreichen, Deutsch mit perfektem Akzent zu sprechen, habe ich gleich zwei Schritte, die du noch heute machen kannst. Schritt 1 ist, daran zu denken, dass du die Endung en und e immer reduzieren solltest im Deutschen. Und Punkt 2 ist, hol dir meine Checkliste, die 61 Klänge für perfektes Deutsch. In dieser Checkliste lernst du die 61 Klänge und du wirst noch weiter neben Reduktionen deinen Akzent verbessern und auf das nächste Level heben. Mach das am besten jetzt gleich. Der Link ist in der Videobeschreibung. Schau dir auch meine Videos über den Glottalschlag an und über die Auslautverhärtung. Das sind zwei andere wichtige Prinzipien für einen perfekten Akzent auf Deutsch. Gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, abonniere mich auch auf TikTok und Instagram. Und abschließend habe ich eine Frage für dich. Welches der Beispiele macht dir am meisten Schwierigkeiten? Also wo hast du am meisten Schwierigkeiten, die Endung en oder e zu reduzieren? Schreib es mir in die Kommentare. Danke, dass du dieses Video angeschaut hast. Danke, dass du dein Deutsch mit mir verbessern möchtest und dass du mir vertraust. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Dein Deutschlehrer und Ausspracheexperte Matthias von Learn German for Life. Play out the coupe at the light.